Dad, you said, what's that funny noise? While we were recording. I know. So I answered you because I had no idea we were recording. And then I said, oh, it's my fat whatever. It probably wants someone lighter on the chair. And then she went, Dad, we're recording. Oh, thanks. Caught him out. This is Hello 2024. Whoops, sorry, we're a bit late. February. In February. Finger on the pulse. Tell ya. And Dash. Absolutely. On it. Not. Anyway, Hello 2024. I'm guessing this is another vlog. It is. It's 11 minutes 45. This is after all the other vlogs. Yeah, after Australia. Yeah, so Electric Call Boy, are we still on 741K? Get them up, please. 800K. Yeah, we need more. Yeah, they're still on there. They're massive. I know. 14K, thumbs up. Come up being dead. HD, and as I say, we're 11 minutes 45. It's just two on the couch, I think. And apparently it's quite funny. Dive in, shall we? Everybody. Can't wait for this. Sit back, enjoy Fun Friday, and love Electric Call Boy. Defo. Play the tape. Enjoy. Ring doorbell. Oh yeah, look, ring. Hello, Christian. Christian, grüß dich. Hi, na? Alter, mach die scheiß Tür, es ist kalt. Kalt angezogen. Alter, mach auf jetzt, komm. Kastrop Rauxel ist kalt heute Morgen, aber schön, dich zu sehen. Mach die scheiß Tür auf. Ja, bitte. War nur ein Scherz. Komm rein, mein Freund. Schön, dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. Ja, also, sagt man ja so. Ist immer schöner als sonst. Neues Jahr, neues Glück und wir sind umgezogen. Zweieinhalb von Castro Brauchs in unserer heißgeliebten Heimatstadt. Wir haben quasi während der ganzen Tourphase und all dem haben wir das hier alles geplant und quasi auch in die Tat umsetzen lassen und umgesetzt. Dass wir gestrichen und, haben. Ne? Dann zeigen wir euch jetzt hier mal. Von der Hand kommen wir hier. Ja, komm mal mit. Gehen wir jetzt hier? Wir gehen hier? Lass mal da anfangen, da mit dem Lager. Komm. Geh mal da durch. Mach's darauf. Also, wir fangen an, und das ist das Geilste. Wir haben das immer, ich wollte nicht so nah kommen. Wir haben das immer Wir lieben das Chaos, ja. Wir lieben das Chaos, aber wir haben es halt immer auch getrennt gehabt von unseren Studioräumen. Jetzt haben wir beides gleichzeitig. Wir haben all den Kram, den wir uns angeschafft haben. Und wir haben jetzt auch mal Regale. Ja. Also, wir haben nicht nur ein Regal, wo alles drinsteht, wo man alles sucht, sondern wir haben viele, viele Regale. Und unsere liebe, liebe Crew hat dafür gesorgt, dass hier alles so steht, dass wir es wiederfinden. Guck mal, wir haben sogar einen Grill, Christian, ne, für letzte Tage. Ein Grill sind. Kannst du den da draußen? Ich hab's im Kreuz. Kevin, ich hab's im Kreuz, das kann ich. Leider im Kreuz, Kevin. Kevin, geht's? Geht? Kevin, geht's? Ja, hier ist unser kleiner Fundus. Ja, hier die Zauberkugel. Genau. Ja. Wir haben hier alles. Wir haben hier unsere Videodrehutensilien. Das ist echt cool. Wir haben hier so Schuhe, alles das, was man irgendwie. Babys und Bums und Bums und Gitarren auch. Das ist, wie viele Leute nicht wissen, das ist eigentlich eine Treppe. Da will man da hoch, egal. Komm runter, aber stirb dabei nicht, bitte. Ja, alles so, Christian, ich kann dir in der Zeit, wo er stirbt, kann ich dir hier schon mal ein bisschen was zeigen. Ja, ich halte ihn drauf, bis er unten ist. Oh, das ist der Kegel. So, Mann, du bist aber hier. Nee, komm, runter. Jetzt, pass auf. Es ist wirklich unserer tollen Crew geschuldet, dass das hier so übersichtlich aufgebaut ist. Zum Beispiel, du suchst jetzt V-Matten und Racks, ne? Ja. Bist du hier falsch, sag ich mal, weil die Pfeile gehen ja nach links und rechts. Das heißt, du könntest dir jetzt das und das aussuchen. Nehmen wir mal an, du suchst Licht. Dann guckst du, Licht ist da. Dann gehst du hier lang und dann sagst du, Licht ist da. Also hier in der Mitte ist Licht. Ja. Einfache Sache. Hier ist richtig schön. Hier wird geprobt und wir haben jetzt die Räumlichkeiten für eine Content-Ecke. Immer. Müsst ihr mal vorstellen. Wird gebaut. Wir haben ein richtiges Studio. Ja, ja. Also, richtig auslassen. Ja. Also wir haben hier alles, was das Herz begehrt, Christian. Hier steht doch die ganze Technik so, ne? Worüber wir dir nichts erzählen können. Eben, da vorne zerhackt der Pascal gerade unser Manager. Die wollen ein paar Prozent zu viel. Da sind wir eiskalt. Muss man, ist auch ein bisschen so Erfahrung im Business. Aber ansonsten ist das hier ein wunderschöner Raum. Das, ist jetzt auch, das gibt jetzt nicht viel her. Aber ihr seht schon, guck mal, was hier schon alles aufgebaut wurde von unserer wunderschönen Crew. Das macht alles Sinn. Ihr werdet auch noch sehen, warum, aber nicht jetzt. Ja, darf ich mal reingucken? Ja, guck mal kurz rein. Ich weiß nicht, ob sich der Werfer versteckt. Pascal, bist du fertig? Jo, der ist schon fertig. Alles aufgeräumt. Aber hier wird quasi noch eine Kulisse gebaut, ne? Ja, genau. Da werden wir ganz viel Spaß haben. Mit Türchen. Und da werden schwarze Ledercouch. Wir haben so viel geplant, das können wir euch jetzt noch gar nicht erzählen, weil das Jahr hat ja gerade erst angefangen, Nico, ne?
Hey. Was haben wir geplant? Da ist, Ja, also, ich sag mal, vorneweg. Vorneweg. Ein Album. Ne? Neue dann, Woche. Nicht zu vergessen, wir haben so ein paar Kooperationen. Wenn ihr euch, noch weiter auseinander Christian, wir haben noch so ein paar Kooperationen in der Pipeline. Ja? So Features. Features? Ja! Mit wem? Das sag ich noch nicht. Okay. Wir haben einfach gute Laune, wie ihr merkt. Genau. Ne? Das ist schön. Und, hier. Wir freuen uns auf das neue Jahr. Geht doch mal bitte näher. Was? Wir freuen uns auf das neue Jahr. Wir haben total viel vor. Ja. Und hier, Content. Wir haben da vor, eine Kulisse zu bauen. Wird gebaut. Wird gebaut, genau. Und da werdet ihr viel von uns zu sehen bekommen. Da werden wir live gehen, da werden wir mit euch zocken, da werden wir mal ein Akustikständchen zum Besten geben, da werden wir, was auch immer wir tun werden, wir werden es da drin tun. Also, ja. Außer AA und Pipi. Ja. Da ist der Post. Da oben. Schöne, das schöne silberne Stück, ja. Das silberne Stück Geilheit hier. Da geht's zum Studio. Ja. Da dürfen wir aber nur barfuß rein. Also ich zumindest. Also ich nicht. Eklig, ne? Schwitzige Füße, aber ey. Dicker Scheiß! Ich weiß, ich hab keine Ahnung, warum der das macht. Auch gut, Christian. Guck mal, ja, guck mal rein. Pascal, guck mal, schon da passt unser Werke da. Guck mal hier. Da geht ab. Pascal, alles klar? Ihr hört schon, ne? Ihr hört schon, ne? Knabbert, knallt! Aber jetzt mal wirklich bei allem Spaß so, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das mit einem Kopf macht. Ja, du hast neue Räumlichkeiten, du hast ja ein Studio so eingerichtet, wie wir es jetzt hier gemacht haben. Schlimm jetzt hier rum, wie geil das ist. Zeig das jetzt. Guck mal hier, schön Holz. Ne, und das kickt. Christian, Fenster. Nee, das ist kein Fenster, das ist Christians Guckkabine. Guck mal, riech mal. Das wird, wenn das endlich ausgeräuchert ist. Christian, geh mal da rein kurz. Geh mal da rein, Christian. Wir haben vor. Christian, komm, geh mal da rein. Christian, komm. Nico, das passt nicht. Ja, Nico, das passt doch. Nico, Boah, der Sound ist gut. Ja. Wollt ihr mir einmal eure Gesangskabine zeigen? Kannst ja. du mal, bevor wir weitermachen, Christian, das ist alles ein bisschen hektisch. Es tut uns leid, Leute. Wir sind so aufgeregt, euch das zu zeigen. Kannst du mal einmal den Tisch filmen? Die Farbe des Tisches. Kriegst du da drauf? Siehst du die Farbe des Tisches eigentlich? Wird eigentlich nur Shit-Talk oder war da ernste Infos? Nur Shit-Talk, ne? Nee, gib mal ernste Infos. Also, ich sag mal, es gibt zu erzählen, dass hier auf jeden Fall was ganz, ganz Tolles entstehen wird. Und zwar unser neues Album. Also Jungs, man kann sagen, so die Arbeit am Album hat offiziell begonnen. Das ist richtig. Das ist richtig, das ist ganz richtig. Das ist komplett richtig. Also wir sind eingerichtet, hier steht alles. Geräte sind verkabelt, der Tisch ist lackiert und jetzt schreiben wir ein Album. Kriegen wir mal kurz einen Vorgeschmack? Ja, finde ich gut. So was? Cool. Oh. Nee, okay, also wenn hier nur Shit-Talk kommt, dann rede ich mal kurz ein bisschen mit mir selber. Christian, du machst das? Ich wünsche dir was. So, also hier sieht man dann so ein Mikrofon und so ein Kopfhörer. Christian, was willst du wissen? Hier ist Cubase, hier ist ein Kopfhörer, wenn du einsingen willst, pass auf, so, sitzt hier auf, perfekt. So, willst du schreien? Ja. Dann nimmst du das, so. Willst du singen? Dann nimmst du das. So, was noch? Fertig. So einfach ist das. Echt? Geiles Studio habt ihr hier, schick. Danke, danke. Aber warum denn ihr, Christian? Warum denn ihr, wir? Ne? Richtig. Christian, nochmal herzlichen Glückwunsch. Ja, ja. Dankeschön. Ne? Du bist ja jetzt offiziell unser erster festangestellter Mitarbeiter. Da freuen wir uns super drüber. Aber mal ehrlich, das war gestern ganz schön knapp, Christian. Sag mal, Jungs, ist das euer Ernst? Alter, wie seht ihr denn aus? Das wollte ich Sie gerade fragen, Herr. Pipkins. Ich kann mich nicht erinnern, Ihnen das Du angeboten zu haben, Herr Pipkins. Alter Jungs, wir kennen uns seit über 10 Jahren und ihr wisst genau, dass ich Pipkins bin. Haben Sie Ihre Unterlagen dabei? Gucken Sie doch. Meine Bewerbungsunterlagen. Was ist daran so schwer zu verstehen? Zeugnis, Lebenslauf, Bewerbung, Lichtbild. Also ihr wollt echt ein Zeugnis auch sehen. Herr Pipkins. Haben Sie sich noch nie beworben irgendwo? Da will man noch mal ein paar Dokumente sehen. Ich will nur wissen, wo Sie herkommen. Also wenn ich davon ausgehen würde, wie Sie aussehen, wo Sie herkommen, das wird ganz problematisch für Sie werden. Aber ich soll jetzt echt nach Hause fahren und mal Zeugnis holen. Ich kann nicht schnacken, komm in den Wollen Sie einen Fünfer für den Sprit noch haben, oder was? Sehen Sie zu. Wiedersehen. Was sind die Riemen? Da erzählt er uns hier ein, der kennt uns. Und aber wie sieht das auf der Kette? Ja, ach, hallo, schön, dass Sie anrufen. Ja, freut mich sehr. Ja, ja, ja. Wir haben hier Ihren Vorgänger noch sitzen, so halb. Eine totale Eierfeile. Der ist sofort fertig. Den schicken wir gleich raus, dann können wir nach Hause gehen. Ja, ich freue mich. Können Sie auch hier vorne direkt vorm Tor parken? Ja. Kaffee? 2 Stücke Zucker? Super, mache ich fertig. Bis gleich. Danke.
kennst du dann hier meine Bewerbungsunterlagen. Die Bewerbungsunterlagen, ja? Ja, klar. Jetzt kannst du schon mal angucken. Ach, was springt mir denn da ins Auge? Deutsch und Kommunikation. Auge, an deinem Spiel. Hier, guck mal, Lispel AG 1 Plus. Also, Herr Rippchens, ich sag Ihnen das, wie es ist, da tut mir wirklich wahnsinnig leid. Da wussten wir vorher schon. Wir kommen hier mal. Das wird nix. Schön, dass du da warst. Ja. Um hier in der Elektrik-Cowboy-Crew Fuß zu fassen, da müssen sie ein bisschen mehr bieten, als ist ja lächerlich. Ach, Herr Rippchens, da wird sie jetzt auch nicht mehr helfen. Also, ich weiß nicht, was hat jetzt sollen? Weiß nicht, keine Ahnung. Aber. Guck mal, das ist das. Denke ich auch nicht. Bist du da? Halt die Fresse! Du bist ein Anfänger! Halt dich jetzt! Willkommen im Team. Willkommen im Team. Wir müssen uns jetzt nochmal kurz für 2 Minuten wirklich für 2 Minuten zusammenreißen, falls das irgendwie... Ist dir bewusst, dass wir jetzt so oft duschen können, wie wir wollen? Ja, ich weiß. Aber du brauchst dich nicht genieren. Ja, also wir wollten ja jetzt was... Wir müssen ja jetzt noch fragen. Also, weil genau, also, wir haben jetzt hier der Christian. Christian, du bist jetzt hier der Master of Content. Wir haben jetzt hier Kapazitäten. Und wir können ja jetzt was machen. Ne? Wir haben jetzt... Also ich habe jetzt deutlich mehr Zeit für euch und wir haben ja quasi auch deutlich mehr Räumlichkeiten. Ja, warte mal kurz, mehr Zeit für uns? Also mehr Zeit Für YouTube. Für Content. Warte mal, das geht jetzt gerade um was ganz anderes. Hast du mehr Zeit für mich oder mehr Zeit für ihn? Für euch beide habe ich Zeit. Danke. Okay, danke. Aber nicht, wenn ich die Wahl hätte, würde ich nicht befunden. Ach Gott, danke. Okay, Entschuldigung. Sorry. Wenn ich die Wahl hätte. So, wir haben jetzt deutlich mehr Zeit. Ich habe deutlich mehr Zeit, Content für die Band zu machen. Genau. Wir haben jetzt deutlich mehr Räumlichkeiten, deutlich mehr Platz. Wir können deutlich mehr umsetzen. Und falls ihr Ideen habt, was man möglicherweise an Content mal ausprobieren möchte, was ihr sehen möchtet, dann schreibt einfach in die Kommentare. Ich werde alles lesen. Und dann werden wir mal gucken, ob wir vielleicht das ein oder andere umgesetzt bekommen. So, und jetzt geht mal darüber jetzt weiter. Ist ja ey, und vielleicht öffnest du dann endlich auch mal die Fotos, die ich dir bei Instagram schicke. die habe ich doch alle gemacht. Ja. Okay, reicht, komm, ciao. Ja. That's really interesting because they're doing a new album, so the techno stuff looks to me like it's Pascal. Yeah. Mixing it. Yeah. I mean that sounded banging. Yeah, it really did. That's why I like the electric cowboy, the techno bit and then the metal. Yeah, definitely. Yeah, love it. Oh, I love their energy. And again, their charisma and their personalities. It's so funny with Christian and Kevin is sexual innuendos. I reckon Kevin can talk faster than you can shoot a machine gun. Because he's just... Sometimes I'm like, really? Because the subtitles come up and gone. So quick. Yeah. And Nico's fast as well. Yeah. So more content for us on YouTube then. Oh, God, yeah. More... The album. Ooh, they're great with their fans. That's a teaser. They're great with their fans, though, aren't they? Yeah, brilliant. There'll definitely be more... I mean, they're showing all their new space, which is fabulous. That's really nice, yeah. Love that. Really nice. What are they going to do in that studio? Awesome. Where's the toilet? Well, he said, what did he say? He said, poop a piss. No, he didn't say this isn't the room. Poop a piss, yeah. And then he ran up with his stinky feet. Don't know why, some metal stairs. Anyway, maybe, the studio's up there. Anyway, we don't know where the toilet is, we don't care. To be honest. How did we get onto that one, Dash? I don't know, I was just curious. That was really good. That was awesome. Really enjoyed that. And Kevin, Nico, Pascal and Christian. And to see Christian away from the viewfinder in the flesh. Oh my God. That's what he looks like. He looks like a Viking. Yeah. Awesome. Wicked beard, Christian. Yeah. Yeah. If you know my name is Ripkins. Love it. I love the interview. All the blackmail as well. Kevin. Ah, welcome. Don't forget to check out the playlist and ring. If they do any more vlogs, we'll be on it, so don't worry. You won't miss a thing.
we'll make sure that we keep up with Electric Callboy. Really excited for a new album, because I'd imagine they're probably write quite quickly. Yeah. We also, there's one song we haven't done from Techno Train, so we'll go back to the ones we haven't done, which we said before, which we will do at some point. Is it just the one? I can't remember. You sure it's just the one? Can't remember. Anyway, we'll revisit Techno. Have no fear. Yes. Right, everyone. Maybe even some live if it's decent recordings. Yeah. We're not done the electrical. No. We have. We've done a few live. Check out the playlist. Don't forget to ring ring for more reactions. Yes. Ooh. And we'll see you on the next one. There won't be more next week because I don't think they put any more up recently. But if you can think of anything and let us know in the comments, we'll do it. Definitely. Keep calm. Enjoy Fun Friday, everybody. Right. Please like, comment, subscribe. Love Electric Callboy like we do. Take care, everyone. You soon. Cheers. Thanks very much. Goodbye. Good Electric Callboy. Hello, 2024.